Alter, Detektiv Nero, Alter, was ist denn jetzt los? Was für eine investigative Aufarbeitung hier gerade. Alter, es ist halt echt ganze Ermittlung von Nero hier, ne? Du, ich, dieses Video, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Aber wenn du es geguckt hast, dann schau doch mal bei Meinungsmacher vorbei. Da gibt es jeden Tag neue Informationen aus den Nachrichten und aller Welt mit politischen Themen. Oder vielleicht beim zweitklassigen Reaktionskanal. Denn wir haben so viele Reaktionen, dass die halt nicht auf den Hauptkanal passen. Also guck da gerne vorbei. Und jetzt weiter mit dem Video. Cut! So, und jetzt gucken wir noch. Mois. Just Nero hat ein neues Mois-Video hochgeladen. Da müssen wir mal rein. Neuer, aufwendigerer Schnittstil für dieses Video. Gerne Feedback in den Kommentare. Oh, klar, wir gucken uns das gerne an. Oh mein Gott. Oh mein Moin, die Überschlagungen überschlagen sich, die Ereignisse enteignen sich, die Mäusungen übermäusen sich. Oder so. Eigentlich dachte ich ja, dass ich mit dem Fall Mois jetzt durch bin, aber es ist ein bisschen was passiert. Ein bisschen viel, wie das Lesensmächtige am Titel schon erkannt haben mögen. Langsam frage ich mich wirklich, ob die da einfach alle nur noch besoffen sind. Das kannst du dir nicht ausdenken. Außerdem habe ich interessante Informationen zugespielt bekommen. So, was war denn das Letzte, was ich von Mois weiß? Ich glaube, der wurde irgendwie in Haft gesetzt. Mois ist irgendwie ins Gefängnis gekommen, weil irgendjemand irgendwie mit einer Waffe irgendwie zum Treffen gegangen ist oder so. Keine Ahnung. Und das nicht gerade zu knapp, wie das Ende vom Brot. Es wird heute nicht mal sonderlich um die Spendenthematik gehen, außer da kommen neue Infos. Falls ja, hänge ich die an das Ende vom Video. Dazu habe ich eigentlich ansonsten das meiste schon gesagt, was man sagen kann. Bei den Sachen, die gerade rundherum passieren, haben wir eh mehr als genug Gesprächsstoff. Los geht's! Bis jetzt muss ich sagen, gefällt mir der Schnitt sehr gut. Mois wurde angeblich verhaftet im Zuge eines Treffens mit Geno. Es gab Gerüchte, dass da eine Waffe im Spiel gewesen sein soll, schließlich in einer Polizeirazzia im George Hotel Hamburg endete. Ganz plötzlich ist da ein ominöses Management aufgetaucht, das sich Schützen vor Mois wirft und alles regeln will. Ja? Die haben den Instagram-Kanal von Mois übernommen, während der in Haft sitzt, mutmaßlich, und geben jetzt dort in seinem Namen Statements ab. Bei diesem Management, G2W, das wäre fast cool gewesen, wenn 2 und W andersherum gestanden hätten, finde ich persönlich ein paar Sachen suspekt. Über die sprechen wir. Und dann machen wir den Körper in die Statements. Mir kam es ja ein wenig merkwürdig vor, dass dieses Management urplötzlich aus dem Nichts gekommen ist, zufällig an dem Tag, an dem Mois angeblich verhaftet wurde. Genau in dem Zeitraum wurde der Instagram-Kanal erstellt. Sie beschreiben sich selbst mit faires und kompetentes Management. Wir suchen neue Künstler. Genau. Ja, besser nicht. Ist das so? Seid ihr ein seriöses, kompetentes Management? Sucht ihr neue Künstler oder ist das ein Vorwand, um authentischer zu wirken? Nur eine Nachfrage. Mir ist bei dem Logo aufgefallen, dass das irgendwie seltsam aussieht. Der Schriftzug kommt mir deplatziert vor im Vergleich zu sonstigen Optik. Die Font, Schriftgröße, Farbwahl, das passt einfach nicht. Vielleicht war ein stümperischer Designer am Werk, vielleicht steckt aber auch mehr hinter. Ich habe das Logo einfach mal gescreenshottet, in mein Bild-Editing-Programm gezogen und mit der Pipette die Hintergrundfarbe des Logos kopiert. Mit dieser Farbe habe ich dann die unpassende Schrift übermalt, weil ich einen Verdacht hatte. Dieses Bild habe ich dann durch TinEye und Google Lens gejagt. Dann habe ich mich gefragt, was hat Mois Management mit dieser Sportschule für Eishockey in Moskau zu tun? Sehen am obersten Zahn von diesem Image die Ausblassung. Genau wie auf diesem Logo. Ich habe ein bisschen weiter recherchiert. Ein ähnliches Image gab es mal im Paket von Adobe Stock, aber seit längerem bereits nicht mehr. Laut TinEye wird das von 26 Unternehmen verwendet, die zum allergrößten Teil aus Russland und Kasachstan kommen. Also muss das ja einen Ursprung haben und den habe ich auch gefunden. Dieses Logo gibt es nämlich in ähnlicher Form von Blue Vision auf Shutterstock. Eine Sache kam mir aber immer noch komisch vor. Wir sehen im Bild diese ganz knapp... Alter, Detektiv Nero, Alter, was ist denn jetzt los? ...erkennbaren dunkleren Linien, die sich relativ störend durch das Bild ziehen. Diese Linien gibt es so aktuell bei keinem von den 26 Unternehmen. Eines davon hatte das früher mal, aber das wurde relativ schnell gewechselt. Ich frage mich, wieso? Die Linien auf dem Logo von der Firma, die das damals hatte, verlaufen übrigens genauso wie bei Mois Management. Und beide haben einen weißen Rahmen. Ich frage mich, wie das kommt. Oh, weil das gestohlen ist. Das ist das Wasserzeichen, oder nicht? Für mich persönlich sieht das aus wie ein Wasserzeichen, welches... Ihr kleinen Rabauken! ...halt auf Stockbildern drauf ist, die man sich kaufen muss, um sie eben ohne diese Wasserzeichen zu bekommen, damit sie nicht geklaut werden. Das könnt ihr euch vorstellen, wie bei Klamottenläden diese Tintendinger, die da dran sind, und wenn ihr versucht, die Sachen zu klauen und das abzumachen, ist die Kleidung halt versaut. Ich weiß nicht, ob das immer noch so gemacht wird. Ich möchte an der Stelle natürlich nicht unternehmen, dass das Logo einfach von dieser Firma, die ebenfalls diese Wasserzeichen-ähnlichen Linien drauf hatte, gemobst wurde. Es kann natürlich alles Zufall sein oder halt nicht bezahltes Image, aber da kann man ja zur Not immer noch den Designer vor den Busch schmeißen, was? Ein kompetentes Management würde sowas auf
auf jeden Fall machen. So ein Anfängerfehler würde natürlich kein Management, das sich selbst als kompetent bezeichnet, machen. Sowas kann mal passieren, wenn man ganz schnell machen muss. Das in Kombination mit dem plötzlich aus dem Boden sprießen, ist halt so ein wenig sass, sag ich mal. Ich habe mir übrigens von KISA, weil Kaiser mir das mit KI gemacht hat, 8 besser aussehende Logos in 2 Minuten erstellen lassen. Können wir mal kurz drüber reden, dass die KI es wirklich geschafft hat, in jeder Version Management auf eine andere Art falsch zu schreiben? Magemt.g2w. Mage. Ment. Managemt. Dauert wohl doch noch ein bisschen, bis die KI übernimmt. Lol, eigentlich wollte ich ja eine Traditionelle seriöse Anfrage an das Management stellen, was dazu halt gesagt wird, einfach bitte um Stellungnahme. Nur leider fehlt der Kontakt, abgesehen von Instagram-DMs. Der müsste angegeben sein. Wo wir gerade dabei sind, frage ich mich außerdem, wo sind die für das Management verpflichtenden Angaben gemäß § 5 TMG? Wo ist die Umsatzsteuer-ID gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz? Nero wieder mit dem Gesetz, Alter. Wer ist verantwortlich? Habt ihr keine gestellte Plattform der Europäischen Kommission zur Online-Streitbeteiligung? Manche Sachen davon sollte man haben, andere wiederum muss man haben. Ab der Sekunde, wo man in einem Rahmen tätig wird, der mit geschäftlichen Aktivitäten zu tun hat. Im Unternehmensregister habe ich leider auch nichts zum Management gefunden. Genauso wenig haben meine Recherchen beim Patent- und Markenamt ergeben. Jetzt fehlt nur noch, dass die Statements rhetorisch eher wirken, als wären sie von einem passiv-aggressiven 19-Jährigen verfasst worden. Gleich mehr dazu. Man fragt sich halt schon, hat das einfach der Kumpel von Mois geschrieben? Nach dem Motto, hier Handy, mach Insta für mich? Insgesamt beweist das, abgesehen davon, dass das Management halt maximal unseriös rüberkommt, überhaupt nichts. Aber es ist halt alles super komisch und verwirrend. Diese ganze Geschichte begann mit einem weiteren Statement von Mois und seinem Kumpel. Die saßen zusammen in einem Hotel in Hamburg und haben angekündigt, dass es ein Treffen geben wird mit allen Beweisen. Alles wird auf den Tisch gepackt. Bruder, ich bin in Hamburg. Lass mich erstmal Hamburg fertig werden, Alter. Ich drehe gerade euer Video mit den Spenden und alles, weil ich möchte diese Herrschaften auch zu Wort stellen, vielleicht. Wisst ihr, was ich meine? Das wird sehr interessant. XXL-Video, Leute. Es wird auch sehr unterhaltsam. Das hat übrigens meine Lieblingsinfluencerin auch des Öfteren so angekündigt. Ich sehe Parallelen. Hört sich vielversprechend an. Was ist denn eigentlich mit Praline Schwachmann? Bis dann plötzlich ein Video von Marek alleine auftauchte. Was ich da zu hören bekommen habe, war unerwartet. Schauen wir rein. Große Bestie am Himmelszelt, höre den Ruf aus der Schattenwelt. Steig aus der Kugel, ich brauche dich schnell. Falscher Marek. Ich sehe gerade, der heißt Malik. Ach, egal, das Meme bleibt, wo es ist. Daran wird hier nichts gerüttelt. Chinos Vater hat versprochen, dass es ein Treffen gibt und er Mois dabei haben will. Beide Seiten sollten ihre Beweise bringen und Mois hatte alles dabei. Stattdessen ist Chino gar nicht beim Treffen aufgetaucht und ruft die Polizei und es kommt eine große LKA-Razzia im Hotel. Mein Onkel und Mois wurden daraufhin sofort festgenommen. Macht angeblich einer, der Recht hat, sowas? Es waren alles Lügen und er will Fame mit seinen Lügen erreichen. Was? Das macht er schon immer. Aus Respekt vor seinem Vater ist Mois und mein Onkel extra nach Hamburg gekommen. Malik stellt die Frage, macht jemand, der im Recht ist, sowas, sprich Chieno? Ich würde eher sagen, sowas macht jemand, der Angst hat, wovor auch immer. Ich frage mich an der Stelle, warum wurden die beiden denn umgehend festgenommen? Das wirst du ja in der Regel nicht ohne Grund. Voraussetzungen dafür sind ein vorliegender Haftbefehl, der Verdacht einer Straftat, das muss in dem Fall aber konkret bewiesen werden können oder halt auf wirklich vernünftige und strenge Annahmen beruhen. Möglichkeit 3, Fluchtgefahr, um einer Strafverfolgung zu umgehen. Viertens, Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Grund 5. In seltenen Fällen darf eine Person vorübergehend aufgrund von Ermittlungen festgenommen werden oder zu guter Letzt Festnahme auf frischer Tat. Selbsterklärend. Ich frage mich an der Stelle also, warum wurden die denn direkt festgenommen? Was ist da los? Alter, es ist halt echt ganze Ermittlung von Nero hier, ne? An der Stelle hat sich das Management von Mois eingeschalten und über ihren sowie seinen Account Stories gepostet. @managementg2w ist euer Ansprechpartner rund um das aktuelle Thema der Verhaftung und wir bitten dort um eure Hilfe, da wir noch Beweismaterial für die Fehaftung benötigen. Zahlreiche Versuche, diese vom George kompetent und professionell Hotel zu bekommen, sind bisher gescheitert. Komisch. Unsere Anwälte sind eingeschaltet und wir werden zu dieser Thematik vorerst auch nichts mehr preisgeben. Ein Satz später, sie geben doch noch mehr Preis. Was wir bestätigen, ist die Verhaftung und dass es rein gar nichts mit Waffen oder jeglicher Art, was? Das ergibt keinen Sinn, egal.
Die Hintergründe waren ein geplantes friedliches Treffen, in welchem auch Lügen über die Spendengelder aufgedeckt werden sollte. Zum Thema friedlich habe ich gleich übrigens noch was für euch. Ich verstehe das irgendwie nicht ganz. Es wäre halt so einfach, das nachzuweisen. Warum wird das so ein Brimborium mit Treffen und so weiter veranstaltet? Das ist super unnötig für die Beweislieferung. Für Mois gilt natürlich immer noch die Unschuldsvermutung, bis das Gegenteil bewiesen ist. Man kann aber einfach nicht leugnen, dass der Kerl sich super unklug angestellt hat, dass Leute das etwas doller hinterfragen, sage ich mal. Aber wo wir gerade dabei sind, das mutmaßliche Management hat auch was zur Beleidigungstirade geschrieben. Was uns ebenfalls wichtig ist zu erwähnen, unser Künstler Mois hatte eine schwere Zeit wegen den Vorwürfen. Oh nein! Ja, sollten die Vorwürfe unwahr sein, kann ich das ja voll verstehen. Und hat sich im Affekt dann auch verbal zu euren Kommentaren geäußert. Er hat sich also sprachlich dazu egal. Ich pflück dieses Mal keine Kirschen. Ausnahmsweise. Ich sag mal, eine tote Mutter so zu beschimpfen und als Dirne zu bezeichnen, naja. Der ist nur in deiner Mutter, du Sohn, der seit 6 Jahren privat bläst und sagt, pick meine Beats, die traurige kleine Hure wartet. Dich sehe ich noch irgendwo. Ich bin ganz ruhig, rational. Da sollte sich Mois meiner Meinung nach auch nochmal persönlich barbarisch entschuldigen. Jedoch bitten wir auch die Umstände hier zu berücksichtigen und die Akteure, die es provoziert haben, sollen sich nicht in die Opferrolle versetzen. Sie haben sich in erster Linie falsch verhalten. Ja gut, aber auch die Leute, die Mois zugesprochen haben, wurden teilweise gottlos runterbeleidigt. Ich fasse einfach mal zusammen. Entschuldigung, dass er das gemacht hat, aber selber schuld? Ihr habt das mit eurem Verhalten verantwortet? Sag mal, T-Tech, bist du der Manager von Mois? So viel stand... Thomas! 3.4. zum Management. Eine Sache habe ich aber noch. Wenn Mois wirklich im Knast ist und ihr erst nach der Verhaftung seinen Account übernommen habt und da Zugriff bekommen habt. Ja, Stay. Nicht du, Thomas. Ein anderer Thomas. Basinga. Wie? Normalerweise, wenn irgendwas im Raum steht und man festgenommen wird, wandert man nicht mit Handy ein. Das wird einem in der Regel abgenommen. Mois hat doch schon mal vorgetäuscht, im Knast zu sein. Wie seid ihr durch seine Zwei-Faktor-Authentifizierung gekommen, die man mit dem Handy bestätigen muss? Man könnte sich jetzt fragen, hat der überhaupt Zwei-Faktor? Ja, auf YouTube sowie Instagram. Ich kann nicht immer YouTube. Weil es gibt 2 Outdoor-Zertifizierung, du musst die bestätigen. Und YouTube ist so Illuminati, wenn du da reinkommen willst. Weißt du, alleine dieses Bestätige, dass du kein Roboter bist, tötet meine Seele. Genau. Und so, er kommt und gibt mir einfach einen Job. Wisst ihr, was passiert ist? Ich wollte noch was fragen. Sorry, aber was ist denn mit deinem Instagram-Account? Ist der auch weg? Ich habe bis heute keinen Zugriff zu Insta. Bis heute nicht. YouTube kam ich nur rein, weil mein Esto eingeloggt war und das bestätigen konnte. Und das ging auch nur nach einem Monat, okay? Okay. Und jetzt das Ding. Esto kommt und gibt mir diesen Job. Upsi, Frage... Warte mal. Ist Mois in Wirklichkeit das Management und hat nur so getan, als ob der im Knast ist? 2. Wenn dieser Malik wirklich Mois Neffe sein soll, von wem ist er der Sohn? Es wäre mir neu, dass irgendein Bruder oder so von ihm ein Kind in dem Alter hat. Frage 3. Die Rede war vom George Hotel in Hamburg. Dort soll Mois ja während einer riesigen Razzia festgenommen worden sein. Hier haben wir die Aufnahmen vom Polizeieinsatz. Wir prägen uns die Gegend mal ganz genau ein. Eingekreist sind dieser Stein oder was? Alter, was für eine... investigative Aufarbeitung hier gerade. Auch immer das ist. Das leuchtende Schild, das weiße Schild daneben mit dem schwarzen Schriftzug und die Laterne. Hier haben wir den Enhance. Ort des Einsatzes bei Tag. Wir sehen die Schilder, den Stein, die Laterne. Ebenfalls sehen wir das Blutspendezentrum neben dem Europahaus. Folgen wir dieser Straße noch ein wenig, sehen wir diese beiden Türme jetzt auch besser. Eine edgy Seite von mir wollte gerade einen dummen Witz machen. Besser nicht. Besser nicht. Nero, besser nicht. In diesen Türmen ist eine orthopädische Privatpraxis. Massenberger Straße in 44797 Bochum. Das ist ein völlig anderer Polizeieinsatz gewesen. Oh mein Gott, Alter, das ist wirklich konstruiert. Warum lügt ihr denn schon wieder so dreist rum? Die Umgebung von George Hotel in Hamburg sieht so aus. Die ganze Geschichte ist also von vorne bis hinten. Erstunken und erlogen. Wer das mit der Festnahme immer noch glaubt, ist doch einfach nur auf den Kopf gefallen oder will halt verarscht werden. Das ist ja wild. Wie das weiter? Warum sollte man sowas konstruieren? Seid ihr besoffen? Abstreiten kann ich gerne jedes einzelne Gebäude auf diesem Festnahmevideo benennen. Mit Adresse. Adresse. Und angenommen, ihr beharrt drauf, dass er festgenommen wurde, postet doch, wenn er frei wird, einfach mal den Entlassungsschein, der immer ausgestellt wird, weil das System halt langsamer arbeitet. Das wird ausgestellt, damit es nicht fälschlicherweise zu einer weiteren Festnahme kommt, weil die Freilassung nicht schnell genug als aktueller Status registriert wird. Und außerdem, wenn in Hamburg eine polizeiliche Riesenrazzia mit SEK wegen eines Bewaffneten stattfindet, angeblich, das war ja der Vorwand, warum hat nicht ein einziges Medium darüber berichtet? Ja, keine Pressemitteilungen, keine Nachrichten.
nichts dazu. Man findet davon gar nichts. Ja. Es gibt Blaulichtreports wegen jedem Furz und noch so kleinen Einsatz. So viel dazu. Katze wurde vom Baum gerechnet, Baum gerettet. Blaulichtreport, ja. Das stimmt. Puh, mir ist gerade so ein bisschen eine Ader im Auge geplatzt. Maestro hat mir privat und auch öffentlich einige unschöne Dinge offenbart. Was sehe ich da? Eine Story von Mois Account. Das ist gerade der Mount Everest-Gipfel der Ekelhaftigkeit mit Kirsche obendrauf. Wir schauen uns zunächst einmal die Story vom 4.4. an. Mois schreibt zum Video von Maestro über Anfeindungen seiner Frau und Familie gegenüber. Sehr wichtig und richtig. Bitte reflektiert einmal, was Maestro hier erzählt und verinnerlicht die Aussagen und die Lehren daraus. Weiterhin alles Gute und nur das Beste an Maestro und seine wundervolle Familie. Okay, schöne Message, aber was sollen dann die Bedrohungen hintenrum? Warum wird hinter den Fassaden sowohl Maestro als auch seine Familie bedroht von Mois Entourage, laut Maestros Aussage? Er schrieb vorher folgendes: Menschen aus dem Umfeld von Mois versuchen mich und meine Familie zu bedrohen, mich einzuschüchtern, dass man zu mir nach Hause kommen wird, etc. Der Grund dafür ist, dass ich mich weigere, ein von ihnen vorgeschriebenes Statement zugunsten von Mois zu posten. Dieses Statement war übrigens komplett voll mit Lügen. Die wollten Maestro dazu zwingen, für Mois zu lügen. Warum? Der hat weder was mit der ganzen Situation noch mit Mois was zu tun gerade. Ich habe mehrfach gesagt, ich habe mit dem Thema abgeschlossen und habe nichts mehr damit zu tun. Ich will mich auch nicht mehr reinziehen lassen. Ich habe gerade meine Umra hinter mir. Das ist, glaube ich, die Pilgerfahrt nach Mekka, da wo die Kaaba steht. Und es ist der Monat Ramadan, wo man versucht, mich damit einzuschüchtern und zu bedrohen, dass man zu mir nach Hause kommt, wo meine Frau und mein Kind wohnen. Im Ramadan soll man keinen Streit und Stress anfangen. Das ist in der Religion eine wichtige Regelung, weil sonst, glaube ich, das... Aber Deutschrap steht dem entgegen. Fasten ungültig wird? Zumindest wird es so von einigen aufgefasst, habe ich mir erzählen lassen. Weiter im Text. Und das, obwohl ich trotz noch so vielen Dingen, die ihr nicht wisst, meinen Mund gehalten, mit allem abgeschlossen und den friedlichen Weg eingeschlagen habe. Das kann ich übrigens bestätigen. Maestro könnte Mois, wenn er wollte, vollständig vernichten. Also komplett. Da gehe ich aber einfach mal nicht zu tief ins Detail. Des Weiteren postet Maestro einen Chatverlauf vom freundlichen Management. Ich trage vor, das freundliche Management, nachdem es schon zuvor mittags am Telefon hieß, wir wissen, wo du wohnst und du willst doch nicht, dass ich plötzlich vor deiner Tür stehe. Im Chatverlauf sehen wir, dass Maestro zweimal darum gebeten hat, einfach in Ruhe gelassen zu werden. Und trotzdem haben die zweimal angekündigt, bei ihm zu Hause aufzuschlagen. Jesus Christ. Dazu schreibt er noch, schämt ihr euch nicht? Letztes Jahr, 4 Tage nach der Geburt meines Sohns, kam der Diss von Mois plus das tagelange Gerede auf TikTok. Ein Jahr später, wieder im Ramadan, 5 Tage nach seinem ersten Geburtstag, wieder dieselbe Scheiße. Ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, dass ich ein paar der schlimmsten Dinge nicht mal erzählt habe, so Maestro. Ich weiß nicht, ob Mois weiß, dass ihr gerade jemanden bedroht, der aus Anstand vieles weggelassen hat. Ich versuche es ein letztes Mal. Bitte bringt mich nicht dazu. Lasst mich und meine Familie in Ruhe. Ich will nichts mit euch zu tun haben. Wie gesagt, weiß ich, dass Maestro einiges einfach nicht gedroppt hat, weil er einfach nur in Frieden existieren möchte. Beim letzten Mal hatte er auch super lange gewartet, bis er ausgepackt hat, was so zum Teil alles vorgefallen ist, weil er sich einfach nicht anders zu helfen wusste. Von sich aus wäre er mit dem Unrecht, das ihm angetan wurde, nicht an die Öffentlichkeit gegangen. Er war die ganze Zeit ruhig, während Mois gegen ihn geschossen hat, obwohl Mois da im Unrecht war. Ich habe mit Maestro diesbezüglich halt... Dieses Drama, Digga. ...hin und her geschrieben und er hat mich gebeten, nochmal im Video zu betonen, dass er ab jetzt wirklich einfach gänzlich daraus gelassen werden möchte. Der hat und will damit einfach nichts zu tun haben. Weder mit Mois, noch mit Chieno oder sonst wem aus dem Umfeld. Ich check halt wirklich nicht, warum ausgerechnet er sich positiv, falsch positiv dazu äußern soll. Nur... Na, wegen der Kredibilität, darum. ...weil er Mois die Ehre mit seinem Video damals gefändet hat. So viel dazu. Nächstes Thema. Der Chef hat sich gemeldet. Was? Ihr erinnert euch doch bestimmt an das 20.000 Euro Portemonnaie, welches verlost werden sollte. Kurze Aufrichtung. Ah ja, dieses hässliche Ding. Oh, das ist cringe. Dung. Was ist denn das? Stand jetzt ist das Teil bei mir. Und zwar, hier könnt ihr das sehen. Es ist beim... Wie landet das Teil bei mir, ist die Frage. Ja, gute Frage. Ich kann euch das beantworten. Und zwar war das so, dass dieser Typ mich drum angebettet hat, dass ich ihn das abkaufe, weil er kein Geld hat, denn er ist broke. Und ich dachte mir so, ich habe ihn mehrmals gefragt, bist du sicher, dass du mir das verkaufen willst und sowas. Und er hat mir das ganze Zeit so aufgedrängt, dass ich ihn das abkaufen soll. Der Chef von der Firma hat mein Video gesehen und mir geschrieben. Es ging so ein bisschen hin und her, wir haben dann auch telefoniert und ich habe einige... iClip. Wirklich demnächst iClip-Placement.
interessante Infos bekommen. Da die Rendermühle hinter meinen Augen eine Leistungskapazität im Bereich Informationen im Gedächtnis abspeichern auf dem Level eines PCs Baujahr 1900 Zwieback hat, bat ich darum, mir das doch einfach nochmal schriftlich für das Video hier festzuhalten. Gesagt, getan. Infos vorab, die Kooperation von iClip und Mois begann bereits 2022, noch vor dem Maestro-Video, vor den aktuellen Skandalen. Mois war da öffentlich zumindest noch komplett clean. iClip kann man also keinen Strick daraus drehen, dass die mit Mois zusammengearbeitet haben. Die wussten nicht, worauf sie sich da einlassen. Dennoch schrieb mir der Chef dazu, natürlich müssen auch wir uns kritisch fragen lassen, warum wir überhaupt mit ihm zusammengearbeitet haben. Klar, um stets im Gespräch zu bleiben, und die ersten Aktionen waren sogar recht erfolgreich. Ist nur logisch. Influencer-Marketing ist halt im Social-Media-Zeitalter unglaublich lukrativ. Statt Geld erhielt Mois damals 50 eigens für iClip geprägte 1 Gramm Goldbarren. Da war auch noch alles gut und Mois hielt Wort. Er war ja für seine Verschenkvideos halt bekannt. Dafür wurden die Barren übergeben. Übrigens hat Mois ja letztens in seinem komischen 5-Minuten-Statement damit geprahlt, wie viel Geld er ja verschenkt hat. Dabei erwähnt er allerdings nicht, dass er nicht zu vernachlässigen Teil geschenkt bekommen hat. Unter anderem von Unternehmen, die er dafür auch bewirbt. Upsi, generell ist das ja so, wenn er in einem Video 100 Euro verschenkt, ist das ja cool, aber er verdient damit... Warte mal, er wird nicht dafür bezahlt, sondern er kriegt Gold? Er kriegt 50 Gramm Gold? Was sind denn 50 Gramm Gold aktuell wert? 3K? Mois nimmt für ein Placement 3000 Euro? Cringe. Ja, weitaus mehr, als er verschenkt hat. Da kann man sich doch einfach mal auf die Fahne schreiben, wie selbstlos und spendabel man doch ist, wa? Genau so läuft's. Da geht sein, oh, ich hab 4,5 Millionen verschenkt, aus seinem 5-Minuten-Statement nicht so ganz auf. Sollte die Summe wieder erwarten doch stimmen, kann man höchstens sagen, du hast den größten Teil von Unternehmen zur Verfügung gestellter Warenwerte nicht gänzlich hinterzogen. Ja, kannst du ja mit prahlen. Jedenfalls hielt er tatsächlich Wort und hat damals 2 Videos gemacht, in denen er die 1 Gramm Goldbarren weggegeben hat. Ich gebe dir 1 Gramm Gold, wenn du mich zum Lachen bringst. Oder Videos wie, nimmst du von mir 1 Gramm Gold oder soll ich dem Nächsten doppelt geben? Typische Mois-Videos halt. Die Kooperation zwischen iClip und Mois verlief soweit super. Sowohl für das Unternehmen als auch für Mois. Dann gab es erstmal einige Monate keinen Kontakt. Plötzlich kam der Anruf, in dem verkündet wurde, er steht so gut wie vor der Tür und würde sie gleich besuchen. Sobald er da war, plante er mit iClip einen großen Auftritt, so der Chef. Ein Gewinnspiel mit einem dicken Preis. Ein iClip aus massivem 750er Gold im Wert von 20.000 Euro. Das kennen wir doch aus Schiernos Video. Im Nachhinein ärgert sich die Firma übrigens darüber, weil sie eigentlich eher auf Minimalismus setzen und mit dem Goldportemonnaie genau das Gegenteil von ihrem Image nach außen getragen haben. Ich zitiere wortgenau. Wir selbst haben in 10 Jahren über 50 Gewinnspiele veranstaltet und in allen Gewinnspielen gab es die versprochenen Gewinner. Jetzt die Blamage. Yikes. Jetzt wurde gemoist. Mois hat zwar ein erstes Video gemacht, 2 Videos waren vertraglich vereinbart, indem er Mitspieler bzw. Kandidaten für das Gewinnspiel gesucht hat. Doch dann haben wir lange, lange nichts von ihm gehört. Er war nicht erreichbar. Es ist längst die Frist verstrichen, innerhalb der das zweite Video mit dieser Ausspielung von den 20.000 Euro iClip-Portemonnaie hätte kommen sollen. In Anbetracht, dass das erste Mal nicht so dumm lief und Mois für die Erdbebenopfer gesammelt hat, hat das Unternehmen erstmal abgewartet. iClip ist da quasi mit Good Faith rangegangen. Das heißt, die haben ihm das 20.000 Ding einfach in die Hand gedrückt? Und dann hast nichts zurückgekommen? Dachten sich, ja, der wird was zu tun haben, der macht sich ja gerade irgendwas Gutes. Und jetzt wird's brisant. Ich muss sagen, nachdem ich das gehört habe, frage ich mich ernsthaft, Alter, Schierno, bist du knüppeldämlich? Was hast du dir denn dabei gedacht? Weiter im Text. Bis Schierno mit seinem Türkei-Spenden-Statement-Video herauskam. Schierno hielt als Beweis für seine Glaubhaftigkeit eine unrechtmäßig angeeignete Sache iClip Gold Seriennummer 5 von 15 in die Kamera. In dem Video gibt Schierno zu, dass er wusste, dass Mois sich diesen iClip mit einzigartiger Seriennummer unrechtmäßig angeeignet hat. Ihr wisst, was das heißt. Klingelt es langsam? Danach hat er uns noch per Insta angeschrieben und uns den Gold-iClip zum Verkauf angeboten. Das ist einfach geklaut, Alter! What the fuck? Maß der unsäglichen Volltrotteligkeit. Passt auf keine Sonnenoberfläche mehr drauf. Das ist das Dümmste, was ich seit einem nicht zu kurzen Zeitraum hören musste. Ich lese vor. Wenn aber etwas gestohlen oder unterschlagen ist, kann ich nicht rechtmäßiger Besitzer einer Sache werden. Richtig. Schierno hat sich damit wohl der Hehlerei schuldig gemacht. Das vor der Kamera zuzugeben, ohne rot zu werden und kein schlechtes Gewissen dabei zu haben, dann auch noch die Dreistigkeit zu besitzen, den rechtmäßigen Eigentümer der gestohlenen Ware zu fragen, ob er das nicht zurückkaufen möchte. Der hat die angeschrieben und denen gesagt, ich habe übrigens von Mois mein
euer gestohlenes iClip bekommen. Wollt ihr das zurückkaufen? Digga, hast du ein bisschen zu viel Geld mit Krypto gemacht oder was ist da in deinem Kopf durchgebrannt? Eieiei. What? Also, Shiano, du denkst auch nur so weit, wie du Waschmaschinen mit einem kleinen Finger werfen kannst, oder? Wir reden da von einem Strafrahmen, der bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe geht. iClip schreibt, er hatte wohl nicht mal ein schlechtes Gewissen, obwohl er wusste, dass der iClip verlost werden sollte, dass das Ding erst den Eigentümer wechselt, wenn Mois das zweite Video veröffentlicht hat und es verlost wurde und dann auch an den Gewinner der Verlosung und nicht an Mois. Oh mein Gott, Alter. Und Mois seine Fans und auch uns hintergangen hat. Wir haben also gegen die beiden Herrschaften, Mois wegen Unterschlagung und gegen Shiano wegen Hehlerei, Strafanzeige gestellt. Jetzt bleibt die Frage offen, ob das Ding bei einer Hausdurchsuchung sichergestellt werden kann. Es handelt sich wie gesagt um die Seriennummer 5 von 15. Das Unternehmen hat noch geschrieben, Hinweise, die zur Rückführung des Objekts führen, also zurück in den rechtmäßigen Besitz von iClip, werden mit 5.000 Euro belohnt. Ja, das war sensationell dämlich. Ich weiß wirklich nicht, was die beiden sich dabei gedacht haben. Ich muss an der Stelle sagen, Shiano ist alles andere als ein Unschuldslamm. Ich frage mich an der Stelle übrigens wirklich, ob Shiano das überhaupt öffentlich gemacht hätte, wenn Mois seine Schulden bei ihm bezahlt hätte. Ich könnte mir halt vorstellen, dass er es wirklich sonst einfach für sich behalten hätte und weiter mit ihm gemeinsame Sache gemacht hätte. Sofern seine Vorwürfe halt überhaupt der Wahrheit entsprechen. Das wissen wir ja immer noch nicht. Die ganze Geschichte ist einfach übel verworren und ich muss sagen... Das stimmt, das ist wirklich totaler Cluster. Ich sitze hier die ganze Zeit und denke mir, ach du Scheiße. Was? Also erstmal sehr, 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 sehr schöne und das ist etwas, das ich gar nicht oft sehe, also eigentlich noch nie gesehen habe, dass da so eine Firma und so ein Unternehmen sich auch mal dazu äußert und klare Sachen formuliert und das auch mal so ein bisschen klarstellt, um da Licht ins Dunkel zu bringen. Das ist schon sehr besonders. Ich traue wirklich keinem der ganzen Truppe auch nur 1 Zentimeter über den Weg. Irgendwas ist da einfach gewaltig faul. So, das geplante Video ist eigentlich an der Stelle zu Ende. Ich habe ja gesagt, wenn es was Neues gibt, insbesondere von dem Management, halte ich euch hier auf dem Laufenden. Entweder tschüss oder bis gleich. Oh Gott, es geht weiter. Ja, so viel dazu. Ich hasse es, Videos fragmentiert aufzunehmen, insbesondere wenn halt stündlich neue Infos reinkommen. Das ist zusammen mit dem Shady Post von Mois zu Maestro gedroppt worden. Ich habe das allerdings nicht gesehen. Das mit Maestro wurde mir halt in erster Linie zugespielt und ich habe da mit ihm direkt Kontakt gehabt. Ich will doch einfach nur fertig werden. Das Management von Mois hat über Mois Account etwas zu der Spendenthematik gepostet, was ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Liebe Community, morgen Abend wird Klarheit über die aktuelle Lage sowie den weiteren Werdegang und den ganzen Vorwürfen geschaffen. Bitte nicht. Das heißt, morgen sitzt... Wie oft ist denn morgen noch? Alter, das hören wir doch seit Wochen. Ich wieder hier. Oh. Oh, morgen wird das passieren. Morgen kommt... Nächstes Wochenende wird die Ehre hops genommen. Nächstes Mal, ey. Oh, cringe. Wunderbar. Uns liegen nun fast alle nötigen Unterlagen und Nachweise vor. Dann poste sie halt. Es reicht jedoch, um euch endlich ein klares Bild zu verschaffen. Wir bedanken uns für eure Geduld, die nicht selbstverständlich ist, und euer Vertrauen. Ja, Vertrauen nach den ganzen Moves? Aber nicht so. Die Situation war und ist einfach immer noch sehr komplex. Ja, nee, eigentlich überhaupt nicht. Eine Aufnahme von Auszahlung reicht. Ich meine, wenn es aufs Bankkonto transferiert wurde, dann zeigt doch zensierte Kontoauszüge. Naja, weiter. Die Situation. Weißt du, was da kommen wird? Ja, der hat keinen Zugang mehr zu dem PayPal-Konto. Irgendjemand anders hat Zugang zu dem PayPal-Konto. Wir haben den gefragt, aber der redet nicht mit uns. Weißt du, so eine Scheiße kommt da jetzt. Das kannst du dir einfach nicht ausdenken. Das ist so schlecht konstruiert. Oh Gott. Und war und ist einfach sehr komplex und musste aus juristischen Gründen sehr sensibel behandelt werden. Deswegen konnten wir nicht alles sofort rausgeben oder veröffentlichen. Das wird sich morgen aber ändern. Wie sich Sufians Meinung auf einmal geändert hat? Ja, wie kommt das? Egal. Das ergibt irgendwie nicht sonderlich viel Sinn. Wenn es doch aus juristischen Gründen nicht gepostet wurde, ist es dann morgen auf juristischer Ebene. PayPal hat mein Konto gesperrt. Ich bin da, ey, weißt du, diese Scheiße kennst du doch. Ey, das wird doch, ist doch der Casual-Konstruktions- geklärt oder wie darf man das jetzt verstehen? Als nächstes folgt ein Screenshot von PayPal. Die Aussage ist, die Spenden lagen weit unter 110.000 Euro und den Rest hat Mois aus eigener Tasche bezahlt. Er sagte ja in dem 5-Minuten-Statement und doppelt und dreifach. Ja, bin ich immer gespannt. Ich gehe einfach mal davon aus, dass damit die angeblichen 40, 50 LKWs gemeint waren, die nicht gefilmt wurden aus irgendeinem Grund und auch nicht fotografiert. Ich würde dafür ehrlich gesagt handfeste Beweise sehen wollen. Auf dem Screenshot sehen wir eine Summe auf PayPal, das Datum und dass das Konto noch nicht fertig eingerichtet wurde. Mehr nicht. Nie. Was ist das?
von wem das Konto ist und sonst auch irgendwie gar nichts. Es könnte also quasi von jedem sein. Das ist irgendwie bis jetzt nichts sonderlich Brauchbares. Wie gesagt, wir sehen nicht, ob das von Mois ist. Es könnte halt sonst was sein. Ich hoffe einfach, da kommt noch mehr und es wird wirklich Klarheit geschaffen. Ich würde mich tatsächlich freuen und wie gesagt auch ein Video machen, in dem ich mich entschuldige und die ganze Sache nochmal herausstelle, dass Mois unschuldig war. Ich bin bereit, seinen Ruf dahingehend zu bereinigen, wenn es denn glaubhaft gemacht werden kann. Und das sehen wir ja dann. Das nächste Update. Ich habe gerade einen Screenshot von Mois Video mit ausgelesenen Metadaten zugeschickt bekommen. Oh mein Gott. Eigentlich gar keinen Bock auf das Thema, aber ganz kurz, Mois Management postet einen Screenshot als Beweis, dass die Spenden angeblich weit unter 100.000 lagen. Wenn man sich das Datum genauer ansieht, zeigt der Screenshot allerdings die Spenden nach nur 2 Stunden. Also wären 200.000 wohl gar nicht so unrealistisch nach ein paar Tagen. Oh. Das hat irgendeine Meme-Seite erstellt. Gerne einmal bei mir melden, dann gebe ich Credits. Ich finde euch leider nicht mehr. In ihrem Post mit dem PP-Screenshot sehen wir ja den Betrag von 16.000. In diesem Kontext wollen die ja damit ausdrücken, was sie auch noch dazu geschrieben haben, dass es ja weit weniger als diese 100.000 waren. Oh, cringe. Hier, guck mal, nur 16.000. Ja, 16.000 nach einer Stunde 48. Es gibt übrigens auch irgendwie verschiedene PayPal-Adressen. Unter dem Erdbeben-Video war das /Mois-Unsale. Unter einem anderen Video, ich nehme einfach mal das Video, nimm eine Kreditkarte und heb ab, so viel du willst. Gänsehaut. Darunter ist die Adresse /Unsale. Insgesamt komplett kryptisch. Na, zurück zum Screenshot. Wir sehen auf dem Video, dass es um 21.05 und 23 Sekunden gepostet wurde. Der Screenshot von den 16.400 Euro ist um 22.53 Uhr gemacht worden. Knüppeldumm. Das schadet halt eher und beweist noch weniger, als es sowieso bewiesen hätte. Das ist gänzlich wertlos. Wenn da nichts Vernünftiges mehr kommt. Keine Ahnung. Warten wir ab. Wenn das Video hier endet, dann kam nichts mehr. Update. Es oh mein Gott, es hört nicht auf! Ist zu viel passiert. Vor allem ist es super undurchsichtig, was die Spenden angeht. Es wurde jetzt jemand anderes vor den Bus geschmissen. Das alles aufzudröseln, hätte nicht mehr hingehört. Oh Gott, ja, weil jemand anders das Konto... Jemand anders hat das Konto, ich habe gar nichts gemacht. Alter, Digga, es ist... ...gehauen, weil es wahrscheinlich genauso lang gehen würde, wie dieses Video eh schon ist. Wenn nicht sogar länger. Vielleicht mache ich das irgendwann oder jemand anderes und dich verlinkst oder so. Weiß ich noch nicht. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen und tschüss! Alter, das ist so aus dem, das ist so schlecht konstruiert. Es ist eine Katastrophe. Es ist einfach eine Katastrophe. Hier ist der Link zu dem Video.